Das Wahrzeichen von Dubai. Das Burj Al Arab. Das luxuriöseste Hotel der Welt. Innen echtes Gold, auch auf dem Essen. Nichts scheint unmöglich in der Glitzerwelt der Superreichen. Hinter den Kulissen arbeiten 1600 Menschen, viele aus Deutschland. Soll das Totally Missing Speck gehen? Eine Nacht kostet bis zu 12.000 Euro. Ja, die müssen das wegmachen. Alles muss perfekt sein. Der tägliche Kampf für Glanz und Luxus liegt hier fast ganz in deutscher Hand. Wenn Heinrich Morio morgens zur Arbeit fährt, verspürt er das reine Glück. Der Deutsche leitet das einzige 7-Sterne-Hotel der Welt. Ich denke mir jedes Mal, was für ein glücklicher Kerl ich bin, dass ich diesen Job habe, dass ich die Möglichkeit habe, hier Generaldirektor zu sein. Nach den Seychellen, Mauritius und Florida ist er am Ziel seiner Träume, in Dubai. Ich habe in vielen guten Hotels gearbeitet, aber das Burj Al Arab ist das Nonplusultra, ohne Frage. Ob er wohl jemals seine Sonnenbrille absetzen werde, fragte sich Morio, als er vor 3 Jahren zum ersten Mal die Lobby des Hotels betrat. Gold, soweit das Auge reicht. Inzwischen geht es ohne Brille. Der Tag beginnt für den 51-Jährigen mit kritischen Blicken. Alles muss glänzen. Schöner Schein auf künstlicher Luxusinsel. Das Hotel steht auf, ich glaube, 80 Betonpfeilern, die ca. 50 Meter in den Meeresboden hineingerammt wurden. Darauf steht das Hotel. Was man auch, was man oft nicht weiß, ich meine, Sie haben hier die höchste Atrium-Lobby der Welt. Um als Referenz, die Freiheitsstatue, die Statue of Liberty, passt in diese Lobby rein. Also über 180 Meter hoch. Wer hier ankommt, erwartet keine Schnäppchen. Der Gast mag es dicke. Butler für alle und alles. Rund um die Uhr. Shampoos ist auf Dauer langweilig. Im Burj Al Arab trinkt man Cappuccino mit Goldpuder. 24 Karat, 30 Euro. Pünktlich um 8 Uhr, nach Fitnesstraining und Müsli, betritt Morio sein Büro. Morning, how are you? Seine Sekretärin sieht ihn nicht oft. Ellie. Ihr Chef ist ständig unterwegs. That's the usual mail and this is just pressing. In seinem Büro, über den Familienfotos, hängt der Scheich von Dubai. Morning. His Highness. Seine Hoheit. Das Bild von His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum werden Sie in sehr vielen Büros sehen. Es ist die Vision von einem Mann, von diesem Mann gewesen, und ein Hotel zu bauen, was wirklich neue Perspektiven setzt in der ganzen Welt. His Highness kommt oft, unangemeldet, versteht sich. Dafür mit all seinen Vorlieben. Wir haben diverse Menüs, die His Highness bevorzugt. Und die sind natürlich jederzeit 24 Stunden, 365 Tage im Jahr sind die parat. Morning, guys. Morning. Another day, another dollar. Let's go. Das morgendliche Briefing mit den Abteilungsleitern. Zahlen, Umsätze und die Kritiken der Gäste. 2 Stammgäste haben sich für diesen Tag angemeldet, ein Russe und ein Deutscher. Ihre Wunschlisten sind vertraulich. Wir müssen draußen bleiben. Der Turm von Arabien, 312 Meter hoch. Im Flügel arbeitet Björn Alexander. Björn ist Küchenchef in einem der 8 Restaurants. Seine Bouillabaisse lieben die Araber ganz besonders. Die Fischsuppe eröffnet das neue 5-Gänge-Menü. Soll das Totally Missing Specki? Heute wird ein bisschen Chaos werden, weil die Jungs sind alle noch nicht trainiert. Das heißt, ein komplett neues Menü. Das heißt, die Jungs müssen erstmal ihre Bewegungsabläufe hinkriegen. Das heißt, heute wird es so ein bisschen stocken, wie bei so Startschwierigkeiten. Aber wenn es einmal läuft, dann läuft es. Was gibt's denn heute? Können wir rübergehen? Wir richten das nachher mal an.
Vorspeisen haben wir heute Gambas im Nori-Blatt mit Tamarinden-Vinaigrette, Tomate und mit Schnittlauchblüten. Dann gibt es Entenstopfleber mit Aal, Apfel und Wasabi, auch eine lustige Kombination. Seit 6 Uhr früh ist Björn mit seiner Crew schon zu Gange. Für uns Chefs ist es jeden Tag auf neue ein Kampf gegen das mächtige Design des Hotels anzukämpfen. Weil wenn sie das Hotel ankommen, sehen ja schon, das ist phänomenal. Und so hoch sind auch die Ansprüche. Das heißt, wenn ich irgendwo essen gehe, genauso hoch sind die Ansprüche. Das heißt, wir müssen jeden Tag aufs Neue versuchen, auch diese Qualität zu bieten, ne, und diesen Wow-Faktor zu geben. Das ist ein Kampf. Design und Küche. Sein edles Restaurant in Berlin hat er aufgegeben für den Job in Dubai. Wer hier isst, duldet keine Falten im Tischtuch. 120 Gäste kommen täglich zum Mittagessen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. In Dubai schätzt man die deutsche Gründlichkeit, sagt Björn. Ich wollte früher mal Kunst und Geschichte studieren. Und meine Eltern haben es mir verboten, weil sie sagten, Junge, damit verdienst du kein Geld. Und dann hab ich zu meinen Eltern gekommen und gesagt, ich will Koch werden. Und dann haben sie mich erst recht für bekloppt erklärt, weil damals vor 14, 15 Jahren, also ich bin jetzt 15 Jahre, fast 16 Jahre Koch, 15, 16 Jahre Koch, war der Beruf Koch noch nicht so ansehnlich. Ne? Das war ja damals, war ja, du bist dumm, du bist Koch, du trinkst viel Alkohol. Das war so der Koch. Und der Koch hat sich ja wirklich in den Jahren weiterentwickelt. Und wenn man jetzt mal guckt, der Koch ist ja auf dem gleichen Level wie ein Chirurg oder wie ein Arzt. Er hat ja so einen hohen Standpunkt in den Medien gekriegt. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ne? Und jetzt sind sie natürlich stolz auf mich. Aber damals waren sie nicht so begeistert. Doch jetzt muss Björn zurück in die Küche. Ein neues Menü und 21 Kollegen. Auch hier heißt es, genau hinschauen. Zur selben Zeit im 8. Stock. Generaldirektor Morio startet seinen täglichen Rundgang. Morning, guys. Welcome to the team. How are you? Wie immer beim Zimmerservice. Sorry to interrupt. No problem. So this is, we know. Alle sind gut drauf. Gleich mehrere Gäste haben den Service gelobt. Für 5 Kollegen gibt es dafür eine Urkunde. Das motiviert. Eine Idee vom Chef. Erstens mal muss man seinen Leuten dafür danken, dass sie einen guten Job gemacht haben. Das ist natürlich. Aber zweitens mal, was wir natürlich auch damit erreichen wollen, ist, dass andere Mitarbeiter sich sagen, Mensch, ich möchte auch mal so einen Brief kriegen. Und die Leute, die dann die meisten Kommentare haben, werden dann im großen Rahmen nochmal anerkannt und dann auch finanziell anerkannt. Ja. Ladies and gentlemen, good morning. Good morning. How are you? All is well? Yes. It's always wonderful to see when so many of you are getting so wonderful comments. What's one of the most important things our guests like to hear? Was ist das Wichtigste, das die Gäste täglich hören wollen? Fragt er in die Runde. Their name. Ihren Namen. Der Gast möchte seinen Namen hören, verbunden mit ich kümmere mich um sie. To let our guests know I care for you. I'm happy that ohne Motivation läuft im Hotelgewerbe gar nichts, sagt Morio. Gute Laune kann man nur weitergeben, wenn auch das Personal lächelt. Statt sich im Büro zu verkriechen, rede er lieber mit seinen Leuten. Sein Handy sei sein Büro, sagt er. Mein erster Job war, ich musste morgens früh anfangen, um 5 Uhr, im Winter in Hamburg, und musste die Messingringe im Haupteingang in 4 Jahreszeiten, die um die Fußabstreifer rum sind, die musste ich mit Sidol im Winter morgens um 5 polieren. Das war mein Eintritt in die Hotellerie. Heute erleben ihn seine Leute als Chef mit Stil und Tradition. Was man in einer Lehre lernt in Deutschland, ist immer noch, meiner Meinung nach, das ist eine Fundation, die sie ihr ganzes Leben, das begleitet mich heute noch. Die Details, die Dinge, die mir eingebläut wurden, bin ich heute noch am Weitergeben. Alex Maas ist Chef-Butler, auf dem Weg zu einer Suite im 7. Stock. Kontrollgang für einen neuen Gast. 7 Nächte hat er gebucht für insgesamt 10.000 Euro. Ein Preis, der keine Fehler zulässt. Also was ich jetzt hier mache, ist, ich werde kurz eine Suite checken, die wir auf Anreise haben. Wir haben ungefähr 15 Punkte in der Suite, die wir selber abgeben müssen. Der Gast, den wir heute auf Anreise haben, hat eine Playstation bestellt. Schauen, ob die da ist. Ist noch nicht da. Ja, DVD ist drin, aber die Playstation ist noch nicht angeschlossen. Das werden wir dann später machen. Und dann als Final Check funktionieren die Vorhänge.
zum Schließen, ja oder nein. Gut, als weiteren Punkt, was ebenfalls gecheckt werden muss, ist die Uhrzeit. Und zwar haben wir drei Uhrzeiten, die angezeigt werden im Hotel. Das ist einmal über den Laptop, über das Telefon und über unseren Wandprojektor. Die sollten alle drei gegenüber einen stimmen. Nur zum Verständnis. Wir sind noch immer in ein und derselben Suite mit 170 Quadratmetern. Die kleinste des Hotels. Das Schlafzimmer. Ebenfalls wird gecheckt, funktioniert der Fernseher? Im Bad ist richtig viel Platz. Den haben viele Menschen nicht mal im Wohnzimmer. Doch was nutzt der ganze Prunk, wenn die Uhr in der Suite 3 Minuten nachgeht und auch noch schief hängt? Ein Fall für die Profis von der Haustechnik. 1600 Menschen aus 75 Ländern arbeiten im Burj Al Arab. Die meisten kommen von den Philippinen, immerhin 60 aus Deutschland. Der Blick auf die Uhr stimmt wieder. Das Hauptbüro der Butler in der 5. Etage. Alex ist gelernter Bauzeichner. Nebenbei jobbte er in Hotels und entdeckte so seine wahre Leidenschaft, den Reichen dienen. Ich habe nicht vor, jeden Tag zur Arbeit zu kommen und immer den gleichen Trott zu haben. Für mich ist es so, zu wissen oder nicht zu wissen, was am Tag passiert. Und das kann einfach nur der Gast bringen. Ja. Und speziell jetzt auch im Burj Al Arab, wo die Gäste mit den hohen Anforderungen kommen und man wirklich nie weiß, was dahinter steckt. Das ist die Erfüllung des Berufes. Modenschau in der Suite, Ferrari vor der Tür. Alex macht fast alles möglich. Generell bereiten wir für den Gast ein Fruitplatter vor oder ein Willkommensgeschenk, wo wir dann die Früchte anrichten. Das ist ihm aber nicht genug. Er möchte gerne noch Mangostinen, Rambutan und Papaya drauf haben. Und er hat uns halt mal mitgeteilt, dass er gerne Bananen, Pfirsich und Äpfel liebt. Ja. Dazu 10 Canapés täglich und pünktlich um 16 Uhr, ein Laptop mit Drucker und viel Papier, Orangensaft, spezielle Bettwäsche und die neuesten Videospiele für den Sohn, bitteschön. Insgesamt 80 extra Wünsche. Ihm werde es nie langweilig, sagt Alex. Madame Kütter aus Suite 1205. Nach 2 Wochen Seychellen haben sie und ihr Mann 4 Nächte im Burj Al Arab gebucht. Zur Entspannung, als Urlaubsausklang. Die Unternehmerin aus Wiesbaden zeigt uns gerne ihre Suite. Mit Blick auf Dubai City und die Shopping Malls. Frau Kütter kommt regelmäßig ins Busch. Mein Mann nimmt es als Anlass, mir zum Geburtstag zu schenken und mich dann halt mit diesem Hotel auch zu verwöhnen. Was ist denn das Besondere, dass Sie sagen, dass es immer eine tolle Reise ist hierher? Was unterscheidet dieses Hotel von anderen für Sie, Ihrer Meinung nach? Wenn wir hierher kommen, sind wir zu Hause. Wir haben immer das, was wir uns vorstellen. Es ist super nett, fast familiär, obwohl es so ein großes Hotel ist. Und die Freundlichkeit der Mitarbeiter. Familiär, nur ein bisschen teurer. Wie viel? Da es ja ein Geschenk meines Mannes ist, weiß ich nicht, was es kostet. Naja, geschenkt. Jetzt noch schnell ein bisschen shoppen und dann ein Rundflug mit dem Wasserflugzeug über Dubai. Wir dürfen mit. Nachher. Wollen erst noch einmal in die Küche schauen. Bei Björn kocht der Kessel. Das neue Menü kurz vor der Vollendung. Ständig muss das Essen neu erfunden werden. Nur kreative Köche haben hier eine Chance, sagt er. Ein schönes Beispiel ist für mich immer der Künstler Van Gogh. Ein total verrückter Mann, aber total kreativ. Der war so verrückt, dass er sein Ohr abgeschnitten hat. Ja, aber es ist ja wirklich so. Schaut euch Einstein an. Hochintelligent, aber verrückt. Und gerade in unserem Gewerbe, glaube ich, musst du auch verrückt sein, um was Tolles zu bieten. Und diese Ideen kommen nicht von alleine. Du kannst, deswegen sage ich ja, du kannst als Koch in den besten Häusern Deutschlands gearbeitet haben, ne? In jenen 2-3 Sternehäusern. Kein Problem, kann jeder machen. Aber selber dann ein Menü zu schreiben, eine Ideen umzusetzen, was für mich dann auch noch enorm wichtig ist, das Team dahin zu bringen, deine Ideen umzusetzen, da ist die Kunst drin. Kochen, gut kochen kann jeder. Jedes neue Menü wird getestet. Auch an diesem Nachmittag wollen die Manager aus Björns Töpfen kosten. Hey Warren, how are you? Der Generaldirektor kümmert sich derweil um die Gäste im Erdgeschoss.
Auch sie werden im Luxushotel verwöhnt. Schildkröten aus dem arabischen Golf sind von Parasiten befallen. Hier wird ihnen geholfen, eine Reha-Station, einzigartig im Emirat. Ein Hobby des Scheichs. Morio muss His Highness regelmäßig Bericht erstatten. Schildkröten können im Salz- und Frischwasser überleben, ihre Parasiten nicht. Und so nehmen sie ein Wellnessbad im Süßwasser. Und Sie sehen das hier, wie einige von den Parasiten hier schon abgefallen sind. Und dann kommen die eventuell, je gesünder die werden, kommen die dann in dieses Becken hier, wo sie jetzt anfangen, etwas lebendiger zu werden. Sie sehen hier schon ein bisschen mehr Bewegung. Und wenn sie dann anfangen, sich mehr zu bewegen und zu tauchen, kommen sie in dieses Becken. Im Kochtopf landen sie nicht, verspricht Morio, sondern wieder im Meer, ausgestattet mit einem Satellitensender für die Wissenschaft. 6 Biologen arbeiten in dieser Station. Sie pflegen auch Haie sowie 600 verschiedene Fischarten in den Aquarien, in den Restaurants und der Lobby. Taucher springen täglich in die riesigen Becken. Korallen und Fenster putzen. Eine Attraktion für Gäste und Fische. This is a red snapper. It's with soya sauce slices. This is the chutney. Das Mittagsmenü, doch im Testformat. Björn muss die Kellner instruieren. In Deutschland hatte sich Björn sogar mal einen Stern erkocht. Hier in Dubai ist er auch ohne Stern ein Star. Warum musst du das alles so erklären? Was ist da so wichtig? Es ist jetzt sehr wichtig, dass der Service genau weiß, was auf den Tellern drauf ist, dass die es auch den Gästen weitergeben können. Und das ist natürlich auch wichtig für die Jungs. Die müssen das ja auch verkaufen. Und sie essen das jetzt gleich auch alles schön, damit sie wissen, auch wie die Geschmäcker sind, dass sie begreifen, dass sie dem Gast auch genau erklären können. Da ist er sehr, sehr stark aromatisch, da ist die Soße sehr scharf, dass sie sich auf jeden Gast auch einstellen können. Dann schulen wir sie auch von Tag zu Tag, bis sie es wirklich 100% begreifen. Der Nachtisch, nicht weniger klangvoll. Zitronenlikör-Sorbet mit Kakao und Zimt auf Eis. Alex möchte den Begrüßungsstrauß für den neuen Gast holen, stand auch auf dessen Wunschliste. Rote Rosen für Frau Gemahlin. Alex ist beim Hotelfloristen im Erdgeschoss. Von hier aus gehen täglich frische Rosen in die 202 Suiten. Im Einzelfall 40 Stück pro Suite. Thank you very much. Die Blumen werden alle bestellt aus Holland. Ja. Und wie oft? Jeden Tag bekommen wir frische Produkte. Zwischen Holland und Dubai liegen 5000 Kilometer. Aber, wie wir ja mittlerweile wissen, aufs Geld kommt es hier nicht an. Alex und seine 40 Kollegen arbeiten in 3 Schichten. Was macht der Obstkorb mit Papaya und Mangostinfrüchten, will er wissen. Okay, this is for 705, right? Yeah, 705. Okay. In Arbeit. And for the arrival in 701? Auf jeder Etage gibt es kleine Küchen für die Butler. Es ist der Arbeitsplatz des Butlers. Und von hier aus operiert er, wenn er den Auftrag bekommt von der Rezeption und sagt, das Lager muss abgeholt werden oder irgendwelche Kleidungsstücke müssen in die Laundry gebracht werden, dann wird das alles von hier aus operiert. Viel verdienen sie nicht, aber das Trinkgeld sitzt locker, sagen sie. $500 pro Woche sind keine Seltenheit. Bei Björn im 27. Stock tobt der Bär. Das Restaurant ist knackevoll, die Bestellungen gehen im Minutentakt ein. Und das Speiselager ist im Keller. Four covers new, 2 sweet course lunch, 1 lamb. Wenn hier was vergessen ist, sind die erstmal 20 Minuten unterwegs, bis sie einen Apfel geholt haben oder bis sie eine Paprika gefunden haben. Ne? Table 28, the starter is fired. 1 tiger prawn, I need 3 tiger prawns now. Das Menü läuft. Björn kümmert sich jetzt um das Testessen mit purem Gold. Und jetzt halt nimmst du so einen Pinsel, weil das wirklich hauchdünn ist. You need one more. Shh. Hello, thank you. Und jetzt streichst du das mit dem Pinsel ab. Kaviar an 24 Karat Gold. Nur eine bescheidene Vorspeise. Das ist so dünn. Ob das auch den Managern schmeckt? In einer Stunde wollen sie kommen. Ja, jetzt ist es besser.
Derweil in der Personalkantine mit Alex. Jeden Donnerstag gibt's Pizza. Chicken is good. Vom Pizzaservice aus der Wüstenstadt. Die meisten Angestellten leben im sogenannten Personalhaus, wenige Meter vom Bursch entfernt. Entweder in einem Apartment allein oder in einem Vierbettzimmer. Alex hat eine kleine schicke Wohnung, in die möchte er mit seiner zukünftigen Frau einziehen. Er hat sie in Dubai kennengelernt. So, is this Alex speaking? Feste Mittagspausen haben Butler im Burj Al Arab nicht. Thank you. Der Gast ist König und wenn der ruft, das war der Anruf, muss er springen. Ja. Generaldirektor Morio lebt mit seiner Familie außerhalb von Dubai. Wie geht es den Dauergästen, möchte er wissen. Alles perfekt, antwortet der Butler. Hier im 25. Stock sind die größten Suiten. Wir haben einen Gast hier, der schon seit 6 Jahren jetzt bei uns wohnt. Wir haben jetzt wieder gerade einen neuen Gast dazu bekommen, der auch gesagt hat, er möchte auf jeden Fall 1 Jahr hier wohnen. Und sie sind sehr gerne auf diesem Flur, weil sie Gäste empfangen können außerhalb ihrer Suite. Sagen wir mal, wenn das Geschäftsleute sind, die sie nicht unbedingt in der Privatsphäre ihrer Suite empfangen wollen, dann empfangen sie die hier auf diesem Flur. Für die Präsidentensuite hat sich ein Gast angemeldet. Morio macht die Endabnahme. Die 16 Zimmer auf 800 Quadratmetern, Chefsache. Staatsgäste, Könige, Hollywoodstars, da gibt das Burj Al Arab alles, was es zu bieten hat. Für 12.000 Euro die Nacht. Dann sehe ich gerade hier ein kleines Scuffmark hier. Ne? Und da muss dann die Hausdame oder die Abteilung muss schon hierher und die müssen das wegmachen. Ne? Und das ist auch einfach wegzumachen, weil ansonsten ist es nicht perfekt. Jetzt zeigt sich die deutsche Gründlichkeit. Ich muss jetzt übrigens mal auch anrufen. Josephine. Zimmermädchen Josephine muss hier noch mal ran. Danach wird Generaldirektor Morio wieder vorbeischauen. Bye. In dieser Kategorie Hotel, mit den Preisen, die wir verlangen, muss der Gast das Gefühl haben, dass er der erste Gast in diesem Zimmer ist. Er weiß zwar, dass da schon andere Gäste vor ihm waren, aber er möchte nicht das Gefühl haben, dass er in einem ausgesessenen Produkt sich aufhält. Mal ehrlich, wer traut sich hier schon etwas anzufassen? Frau Kütter ist inzwischen völlig aus dem Häuschen. An ihrem letzten Urlaubstag im Burj Al Arab gönnt sie sich Dubai von oben. Pilot James fliegt zuerst über die künstlichen Inselpalmen. 3 hat der Wüstenstaat. Momentan herrscht Baustopp. Geld fehlt. Dauerstress für Frau Kütters Fotoapparat. Hoffentlich halten die Akkus. Die City of Dubai mit dem höchsten Gebäude der Welt, dem Turm Khalifa, 830 Meter hoch. Schon ein Unterschied zu Frankfurt. The World. 300 künstlich angelegte Inseln symbolisieren die Länder der Erde. Leider gehen sie derzeit unter. Baufehler. Kann passieren. Nur einer hält tapfer die Stellung. Ein einsamer Milliardär, erzählt man sich. Wenn man den Aufwand betrachtet, was das ein Vermögen gekostet haben muss, uns geht alles unter. Das ist unglaublich. Ist schon ein bisschen verrückt hier, oder? Absolut verrückt. Crazy. Braucht man so etwas? Bitte? Braucht man diesen Luxus? Braucht man das? Ich nicht. Aber ich denke mal, es muss alles größer sein, reicher, individueller, unwiederbringlich. Selbst aus der Luft wirkt das Burj Al Arab mächtig. James dreht eine Extrarunde. Nach knapp einer Stunde ist der Spaß vorbei. Yes. All is ready, James. Das war klasse. Das habe ich mir viel schlimmer vorgestellt. Dass das viel mehr so hüpft und hoppelt. Yes, very good. You are a good captain for us. Für Frau Kütter war dies das letzte Urlaubshighlight. Morgen geht's wieder zurück nach Wiesbaden.
Unterdessen ist für Björn die Stunde der Wahrheit gekommen. Die Hotelchefs, Deutsche alle drei, testen die extravagante 50 Euro teure Kreation in Gold. Okay, das soll meine neue Vorspeise fürs Menü werden. Das ist Red Snapper mit Kaviar, Joghurt, Radieschen und Blattgold. Das einzige Problem, was ich hier sehe, ist der Kaviar, das ja einer der Hauptingredients ist schon versteckt. Weißt du? Das muss ich schon schön vorzeigen, ne? Das ist die Überraschung. Aber auf der anderen Seite, jetzt erstmal vom, weil unsere Gäste, die sehen das Gold und unterm Gold kommt dann der Kaviar raus. Also ich finde es, das ist Überraschungsmarketing. Wenn du dann den dann schmeckst, sagst du, wow, nicht nur Gold, sondern auch Kaviar. Ja, müssen wir mal probieren. Ne? Erst mal probieren und dann guten Appetit, den Herrn. Danke, danke. Wir lernen. 24 Karat Gold macht nicht nur reich, sondern offenbar auch satt. Das sagst du aber immer, ne? Die drei Herren sind besonders kritisch, aber das finde ich gerade auch sehr, sehr gut. Weil für mich ist auch wichtig, auch wenn ich meinen Stern gekocht habe und alles andere, auch Kritik anzunehmen und drüber nachzudenken. Es ist nicht, dass sie jetzt sagen, das Gericht ist schlecht. Also wenn was total schlecht ist, ist es natürlich dann total schlecht. Aber manchmal sind so Tipps von einem Außenstehenden gar nicht mal so verkehrt, weil man denkt dann drüber nach. Aber zum größten Teil sind sie immer zufrieden. Was ist jetzt die erste Reaktion? Jetzt kommt an. Werden wir sehen. Die Nährwertanalyse von Gold steht übrigens noch aus. Aber das ist in dieser Runde auch nicht die Frage. Wie finden Sie es bisher? Ich meine, Björn ist ein super Chef und was er auf den Tisch stellt, ist immer hervorragend, ist gar keine Frage. Wir müssen natürlich, es ist immer sehr schwierig, wenn man ein Menü kreiert, möchte man ein Menü kreieren, was hoffentlich allen Gästen schmeckt. Aber egal wie gut das Gericht ist, es wird immer irgendjemand geben, der sagt, das Fleisch ist mir zu fettig oder die Soße ist mir zu reichhaltig oder sind nicht genug Gemüse da und so weiter und so fort. Wenn wir alle damit zufrieden sind und finden, dass es gut ist, dann gehen wir davon mal aus, dass die überwiegende Mehrzahl unserer Gäste das auch so findet. Ne? Björn indes beim Hauptgang, Côte de Bœuf, ohne Edelmetall, aber mit edlen Trüffeln auf edlem Wagyu-Rind. Wie bist du darauf gekommen, das so zu machen? In welcher schlaflosen Nacht? In vielen. Na, das ist ja jetzt ein einfaches Gericht. Also nicht einfach, aber das ist jetzt so ein Gericht, so, was, da brauchst du nicht viel. Du hast den Trüffel, das ist so der Star auf dem Teller. Dann hast du das Wagyu, das ist auch noch der Star. Und die Soße ist eigentlich nur das Ganze, um zu umschließen. Ja. Et voilà. Auch das Rindfleisch findet offenbar Anklang. Das Problem liegt woanders. Ich finde, um ehrlich zu sein, dass der Teller ein bisschen zu klein ist. Ich meine, wenn der Teller, sagen wir mal, 25% 20% größer wäre, dann würde das noch besser zur Geltung kommen. Ja. Und wie schmeckt's? Also sehr, sehr gut vom Geschmack. Die Zubereitungsart war sehr gut. Und auf jeden Fall wird es ein gutes Gericht und eine Erneuerung für unser Menü sein. Morgen bestellen sie größere Teller. Björns neues Menü hat es wieder einmal in die Karte der kulinarischen Wüstenkreationen geschafft. Das Burj Al Arab, für die Gäste ein Traum aus Tausend und einer Nacht. Bei näherem Hinsehen das Ergebnis täglicher, harter, disziplinierter und deutscher Wertarbeit, die auch in der Nacht nicht aufhört. Noch in der Dunkelheit wird weiter geputzt, was im Sonnenlicht glänzen soll. Generaldirektor Morio wird am nächsten Morgen wieder ganz genau hinschauen. Tschüss.